Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich zwei Sachen zu verkünden. Zum einen eine positive Nachricht und zum einen eine negative Nachricht. Welche wollt ihr als erstes hören? Ich denke erstmal die positive. Wie ihr wisst, hatte Jo Olli natürlich einen Zweitkanal erstellt. Sprich, sein alter wurde ja früher gelöscht und er hat sich einen zweiten erstellt jetzt. Und kam zurück ja auch mit seinem Musikvideo. Das Ding ist, der Account wurde erfolgreich gemeldet und gelöscht. Er hat gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen. Und das Ganze existiert jetzt nicht mehr auf YouTube. Aber kommen wir zu der schlechten Nachricht. Er hat noch einen dritten Kanal. Das habe ich dann auch erst entdeckt. Ich habe das Musikvideo immer auf dem anderen Kanal geschaut. Da hat es nur 50.000 Klicks gehabt oder so. Und auf seinem anderen Account, der hat in etwa 2.000 Abonnenten, der hat das Lied über 200.000 K. Und ja, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Der muss weg. Und ja, in diesem Sinne, was gibt's noch zu sagen? Ach ja, es gibt noch einen Fake-Account, der hat sich umbenannt auf Jo Olli, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, um Abonnenten zu kriegen. Und er wollte bei 20.000 Abonnenten einen Diss-Track gegen Mois raushauen. Schauen wir mal, eventuell kommt da ja was, weiß ja nie. Ja, in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Haut rein, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.